Hallo Freunde, chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. Heute habe ich wieder ein paar Scam-Angebote für euch. Das heißt ein paar, es geht eigentlich nur um eins. Wo ist denn das? Ach ja, da ist es ja. Die zu finden ist eigentlich relativ einfach, weil entweder die werden bei Google vorgeschalten, also hier bei YouTube, die überspringbaren Videos. Und am verbreitetsten sind aber diese Ads, diese Anzeigen, die immer so ein bisschen auch mit Artikeln vermischt werden. Unter Artikeln. Okay. Und da ist nämlich unglaublich viel Scam immer dabei. Naja, und das macht es mir natürlich einfacher, da zu recherchieren. Das ist jetzt hier Future Zone, da habe ich einfach nur einen Artikel gelesen. Aber um den Artikel selber geht es nicht, sondern eben die darunter geschaltene Werbung. Und ich habe inzwischen hab ich einen Riecher dafür. Ich rieche Scam-Werbung. Ärzte verraten. Es ist wie ein Kärcher für ihren Darm. Und das verraten die Ärzte natürlich über gesponserte Anzeigen. Ist ja klar. Aber Abschied. Wir wollen uns jetzt aber mit anderen Artikeln, und zwar unglaubliches Smartwatch für unter 70 Euro, aber Deutschland einen Sturm. Das habe ich erstmal ignoriert, sowas steht hier häufig da. Aber taktischewerkzeuge.com, das hat mich getriggert. Das hat mich getriggert, muss ich sagen. Außerdem haben wir dann wieder gleich ein anderes Scam-Produkt. Aber inzwischen, muss ich sagen, komme ich da nicht mehr wirklich hinterher. Es scheint so erfolgreich zu sein. Es gibt inzwischen, kommen ständig neue. Am Anfang waren das ja wirklich relativ wenig. So, klicken wir mal an. Kommen jetzt hier. Hier oben steht ganz klein Advertorial. Taktische Smartwatch V7. Born to be strong. Oh, born to be strong. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Ja, genau. Die zweite Sache, was ich übrigens gefeiert habe. Nein, danke. Das war auch noch der Name. T-Shock. Fand ich zu gut. Das waren so die ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich habe viel zu viele Sachen gerade zu tun. Aber, naja. Tactical und taktische Smartwatch V7. T-Shock. Also T-Shock, für die, die es jetzt nicht wissen, ich glaube, die Marke, das ist also vor allem ältere, kennen die noch, ich, G-Shock, ne? Ist ja eigentlich für Outdoor-analoge Uhren bekannt, ich weiß nicht, ich glaube, die haben inzwischen auch Smartwatches auf dem Markt, aber ich verfolge die nicht so. Der Punkt ist, eben aus G-Shock wird T-Shock, jetzt natürlich die Frage, könnte man die dafür abmahnen? Ich denke schon, ich denke, das wäre kein Problem, ich hatte ja auch mal kommuniziert mit den Rechteinhaber einer anderen Watch, fällt mir gerade nicht ein, X-Watch, glaube ich, hieß die, und mit denen habe ich kommuniziert und er hat gesagt, er versucht dagegen vorzugehen, aber es ist schwierig, die sitzen im Ausland, die sitzen irgendwo und es ist schwierig, dass Google dann die Werbung dann entsprechend runternimmt, geschweige denn, dass die da irgendwie Schadensersatzklagen starten könnten. Hier haben wir wieder Paula, also hier sind immer andere Namen. Der Punkt ist, ach, Hongkong diesmal, alles klar, die meisten, also meistens sind die Adressen in Estland, genau, in Estland. Und jetzt bietet uns die Website taktischewerkzeuge.com die V7 in Black and Army Green oder Navy Blue zu nur 69,99 im Sonderangebot an von ehemaligen 200 Euro. Unglaublich, oder? Das ist schon beinahe selbstlos, wenn man bedenkt, dass man ja 130 Euro spart. Ja, 130 Euro und 1 Cent. I got it. Dabei auch noch gratis Versand. Nur woher? Gratis Versand klingt nett, aber auch wenn die Seite ja in Deutsch gehalten ist und nicht nur ich, auch viele andere erstmal davon ausgingen, dass hier auch der Versand eben aus Deutschland erfolgt. Die ganzen Bewertungen, die ich schon so gefunden habe zu anderen Produkten vom gleichen Anbieter, sie zeigen ja immer, es kommt irgendwo aus dem Ausland. Entweder aus Estland oder aus, na ich denke mal, hier kommt es aus Hongkong. Was natürlich noch dramatischer ist, weil die Einfuhrumsatzgrenze ist bei 25 Euro. Danach fällt die Einfuhrumsatzsteuer an, hier auf 70 Euro in dem Falle. Plus Kapitalbereitstellungsprovision von DRL in Höhe von 12,50 Euro. So, warum hier noch ein paar technische Daten? Ja, genau. Also die sagen hier, die benennen das nur als Smartwatch, aber eins lassen sie weg. Dazu komme ich gleich. Undurchlässig. Ja, nach IP67. Also, naja, wenn das eine richtige Auto-Smartwatch sein soll, mit dem auch schwimmen geht, sollte IP68 eigentlich schon drin sein. Glas der vierten Generation, welches steht nicht da. Aber es ist die vierte Generation. Ja, vierte Generation Butterglas, oder was? Sunlight, Whistlebell. Ja, natürlich. Ja, persönlich nicht ablesbar. Warum zeige ich euch gleich? Edelstahl. Wow. Schwerkraftsensor. Okay, was man damit. Weiß ich nicht. CR, das ist eine Knopfzelle. Für die, die es nicht wissen, CR2450. Also diese ganz kleinen Batteriechen. Das heißt, ja, man kann die nicht aufladen. Die CR2450 ist eine Batterie und kein Akku. 33 Monate Autonomie. Ja, was? Wovon bin ich autonom? Von Klopapier oder was? Bluetooth? Vereinbar mit Android und iOS. Super nice. Sollen die heiraten oder was? Datensammlung. Was sammeln die da jetzt? Das ist die Datenkrake am Armgelenk oder was? Register der täglichen Aktivitäten. Das ist ja alles natürlich nur bescheuert übersetzt, deshalb klingt das so eigenartig. Benachrichtigung über, also man kann sich halt mit dem Telefon verbinden und dann hat man hier halt ein paar Funktionen. Ja, Schrittzähler wird drin sein, deshalb ja auch Register der täglichen Aktivitäten.
Ja. Benachrichtigung über eingehende Anrufe, dann wird das Ding wahrscheinlich vibrieren. Wenn es Vibration hat, weiß ich nicht. Da steht ja im Speziell nicht da, man bekommt irgendeinen Hinweis, dass man angerufen wird. Den Hinweis bekommt man in der Regel auch vom Telefon. Benachrichtigung mit Notifikationen. Aber dann nicht in lesbarer bzw. schriftlicher Form. Verbrannte Kalorien. Ja, also nur noch kleine Anzeige, wie viel wir halt verbrannt haben. Zurückgelegte Strecke. Das basiert ja alles auf den Schrittzählern. Kalender, Alarm, Chronometer, Kamera. Gemeinsame Nutzung, was immer damit gemeint ist. Vermutlich ist damit gemeint, gemeinsame Nutzung, dass man alle seine gesammelten Gesundheitsdaten dann mit allen möglichen Konzernen der Welt teilt. Damit die dann wirtschaftlich weiterverarbeitet werden können. Wunderbar. Also, dass hier also eine Outdoor-Smartwatch sein, extrem robust. Auf der einen Seite natürlich eine Uhr, auf der anderen Seite ein intelligenter Computer. Und wer ja jetzt denkt, das muss das hochauflösendste Display ever sein und das nur für 70 Euro, der irrt. Ja, die Auflösung der Uhrenanzeige ist tatsächlich also praktisch unendlich hochauflösend. Also man kann sagen, dass jeder Pixel so groß ist wie ein Atom, denn es ist eine analoge Uhr. Da steht hier natürlich nirgends. Das steht hier nirgends. Dürfte natürlich auf die eine oder andere Enttäuschung sorgen. Jedenfalls habe ich für ein Analog nichts gefunden. Da steht immer nur, es ist eine Smartwatch. Es wäre ja okay, das Ding Smartwatch zu nennen. Ja. Wenn dann halt aber auch da steht, dass die Uhrenanzeige an sich analog ist. Diese Symbole, die ihr seht, die sind tatsächlich digital, beziehungsweise das im Hintergrund eingeblendet. Aber es gibt hier kein, hier steht ja auch, glaube ich, irgendwo ein 1,6 Zoll großes Display. Im Übrigen hier, Struktur auf DLC, Drilling Common, habe ich noch nie gehört. Das von Corning Gorilla Glass 4, fein Kristall Corning Gorilla Glass 4. Ja, das habe ich sonst nirgendwo gefunden. Ich weiß ja jetzt auch, wie die Uhr richtig heißt. Ist ja klar, ich recherchiere das natürlich, bevor ich das Video mache. Eleganz und Stil. Ja, genau. Die sieht ja auch voll elegant aus. Diese Dinge hat mit Eleganz gar nichts zu tun. Aber kannst ja hinschreiben. Warum muss man schon die Wahrheit sagen? Hier steht ja immerhin Advertorial drüber. Das gibt einem natürlich das Recht zu lügen, bis sich die Balken biegen oder gar brechen. Also es kommt ganz oft die Qualität der Balken drauf an. Und ob die schon ein bisschen älter sind oder jüngeren Produktionsdatums. So. Für diejenigen, die hier neu sind auf meinem Kanal, sind vermutlich Millionen Scam-Angebote in der Form, der also ich zurzeit immer offenlege. Die funktionieren so, also meistens deshalb, weil das alles ein Anbieter ist, der streut das gerade extrem. Es ist meistens so, es sind Produkte, die kaufen die irgendwo ganz günstig ein. Die gibt es auch ganz normal als Endkunde zu kaufen. Bei Amazon, bei eBay, bei Banggood, bei Gearbest, bei DHgate, bei AliExpress oder von mir aus auch bei Wish. Mir ist mir spontan nicht eingefallen, aber sicherlich auch noch mehr Shops eben around the world. Meistens gibt es verschiedene Markennamen, weil es halt OEM-Produkte sind. Einheitlich ist in der Regel nur Produktname. Zum Beispiel V7. Natürlich heißt die Smartwatch hier im Allgemeinen nicht V7, sonst könnte man sie bei Google eingeben. Das kann man gleich knicken, so clever sind die natürlich. Die geben den Produkten immer komplett neue Namen. Meistens Namen, die halt sehr gut klingen. Und vor allem Namen, die dann an andere Marken erinnern. In dem Falle eben T-Shock. Ihr erkennt Scam auch immer daran, also diese Art von Scam, dass dieser Name nicht auf der Uhr steht. Ja. Die haben die sich ja einfallen lassen. Natürlich wäre es viel zu teuer, den Namen auf jede Uhr drauf zu gravieren. Manchmal haben wir angepasste Verpackungen, dass auf der Verpackung der Name steht, aber auf dem Produkt selber dann nicht. Also ist jetzt die Frage, gut Moschus, wenn das hier alles erfunden ist, was ist denn das dann für eine Uhr? Was kostet die eigentlich? Wir merken uns mal die 70 Euro und natürlich der ehemalige Preis von 200 und wechseln mal zu Banggood. Die Uhr heißt Logmat MK28. Und ich glaube aber, hier gibt es wirklich nur diesen einen Markennamen. Ach, hier steht es IP68. Ist ja schön. Man sieht hier eigentlich sofort an den Bildern, hier die sind die drei Farben. Oh, ich habe das schon alles verglichen, keine Sorge. Das ist die Uhr. Die ist einfach mal unverwechselbar. Bei der Optik muss man so sagen, wie es ist. Und dann kann man die hier ebenfalls aus China, kann man die hier bestellen. Hier in dem Falle allerdings mit Priority Direct mehr. Das ist dann kostenfrei. Nein, das kostet 3,41 Dollar. Ist dann aber getrackt, weil, was ich auch so gelesen habe, diese Sendungen, ja, die immer so kostenfrei sind. Steht ja hier gratis Versand. Das ist, so wie ich das mal rausgelesen habe, ist das Unregistered Airmail. Das ist so ziemlich das Allerlangsamste. Allerlangsamste, was es gibt in Bezug auf Versand. Das ist meistens kostenlos. Das ist bei fast allen Händlern findet ihr immer kostenlosen Versand Unregistered Airmail. Ja, und da steht auch da 25 bis 40 Tage. Das schreiben die hier natürlich nicht hin. Warum sollte man das hinschreiben? Die lassen lieber alles so, wie es ist. Die schreiben ja nicht speziell hin, dass es aus China kommt oder aus Estland oder aus sonst nicht woher. So, dass halt der geneigte Käufer halt denkt, na, dann muss es ja aus Deutschland kommen oder zumindest aus der EU. Man ist das ja auch gewöhnt, wenn man halt ständig bei Amazon und eBay bestellt. Aber
hier, was ich gelesen habe, mal aus dem Ausland. Gratis Versand ist ja ganz schön. Aber erstens kommt es nicht durch den Zoll und zweitens sind die Versandzeiten immer sehr, sehr hoch. Das heißt, hier bezahlt man nicht nur weniger. Das können wir immer noch ändern. Muss man das nicht im Kopf umrechnen? Könntet ihr sicherlich. Ich weiß, dass ihr alle den Dollar-Euro-Kurs im Kopf habt. Aber ja, ein Dollar steht gerade gut da. Deshalb hier leider dann nur 18,50 Euro. Aber im Gegensatz zu den 60,70 Euro. Ja. Spottbillig. In der Regel haben wir die 50%, also kurz gesagt, dass es 50% weniger kostet. Das ist so die Regel bei den Scam-Angeboten. Aber offensichtlich funktioniert es so gut, dass sie immer dreister werden. Und jetzt, ich meine, jetzt mal im Ernst, das Ding kostet 18,50. Da wisst ihr auch, was das Teil wert ist. Sicherlich nicht verkehrt, das ist halt eine analoge Uhr, IP68, also was Banggood schreibt, das stimmt in der Regel auch. Ja, ist halt eine Uhr und damit kommt man halt auch mal ins Wasser. Da ist halt ein Schrittzähler drin und dann kann man das mit einem Smartphone verbinden, kriegt man noch eine App dazu und dann kann man zumindest, ja, kann man halt seine laufenden Schritte und der Rest mit den Kalorien etc., das wird ja nur ausgerechnet. Und das ist auch nur so statistische Durchschnittswerte, ist nicht 100%, wenn überhaupt. Das Ding hat im Übrigen auch keinen Heartrate-Monitor. Hier auf die Rückseite gezeigt und da seht ihr die Batterie, die Knopfzelle. Das heißt, die ist irgendwann leer, dann muss man das Ding aufsprengen und muss die Knopfzelle wechseln. Und dann muss man halt eine bestellen, eine 24,30 bei eBay. Dann kriegt man ja nur im 10er-Pack und dann hat man 9 weitere Knopfzellen rumliegen, die man nie braucht, weil ja in jedem Gerät immer eine andere drin ist. Wirklich, ich habe bestimmt 60 Knopfzellen. Das sind nur 6 verschiedene, von jedem halt 10 Stück. Okay, also, wenn ihr die haben wollt, ich kann nur sagen, ich würde das Ding jetzt hier nicht schlecht machen. Es ist vielleicht ganz in Ordnung, da müsst ihr euch mal YouTube-Videos reinziehen. Davon ist mal ganz unabhängig. Der Punkt ist nur, worum es hier wieder mal geht. Kauft sie für 18,50 und nicht für 70. In dem Zusammenhang, noch ganz schnell, ich würde kein extra Video machen, aber diese unglaubliche Smartwatch mit EKG-Funktion, die erobert mich auch Deutschland. Ja, und da haben wir hier nämlich, das ist von Trendy Gadgets. Aus welchem Grund tragen so viele Männer in den USA plötzlich die volle neue gesundheitsorientierte Smartwatches, die auch noch genauso aussieht wie meine Amazfit GTR? Das ist so unglaublich. In den USA gewinnt nämlich eine neue, andere Art von Smartwatches bei Männern an Popularität. Ja, also bei uns. Ja, also auch bei mir. Ich wusste es ja nicht mal, das muss ich erstmal nachlesen. Sie hat viele innovative Vorteile für die Gesundheit, die ihnen eines Tages das Leben retten könnte. Und jetzt kann man hier lesen, warum die sich so verkauft. Ich bin so unglaublich gespannt. Auch hier dunkelgrau auf grau Advertisement, was darauf hinweisen soll, dass es eigentlich gar kein echter Blogartikel ist. Auch wenn er wie einer geschrieben ist, auch wenn er wie einer ausschaut. Nein, es ist Werbung. Steht nur nicht explizit da. Das soll einfach nur Verabmahnungen schützen. Was aber auch hier wahrscheinlich wieder ein bisschen blödsinnig ist, denn die sitzen jetzt hier in Page Not Found. Da wisst ihr ja schon mal Bescheid. Und um das gleich aufzuklären, die habe ich auch. Ja, doch habe ich. Na, wir kaufen die lieber. Wir müssen erstmal Preis. Wir brauchen hier einen Preis. Sehen wir das Bild. Und was kostet das Ding? 100 Euro. 100 Euro. Okay, das ist jetzt die E20. Ist recht einfacher Name, muss ich sagen. Sogar hier irgendwo im Video geklaut. Und die habe ich auch bei Banggood gefunden. Ja, das ist jetzt hier mit einem anderen Band. Aber jetzt erkennt er sie vielleicht schon eher. Gibt es mal verschiedenen Bändern zur Auswahl. Kostet hier 34 Dollar. Auch das müsst ihr nicht im Kopf umrechnen, obwohl ich weiß, dass ihr das könnt. Wo war denn das hier oben? Genau. Und Euro. Und es bleibt so. Jetzt 32 Euro. Und die verkaufen das Ding für 100. Das ist, ja, es ist halt super dreist. Nicht wahr? Und auch hier könnt ihr das über Priority Direct Mail bestellen. Bekommt ihr in 10 bis 20 Business Tage, also weil dieses Unregistered, das könnt ihr auch auswählen hier. Haben die gar nicht mehr zur Auswahl Unregistered Air Mail. Auf jeden Fall 10 bis 20 ist wesentlich schneller als 25 bis 45, ne, was bei Unregistered Ärmel wird das in der Regel angegeben. Arbeitstage im Übrigen, bevor ihr irgendwie feuchte Augen bekommt und schon fast bestellen wollt. Also, wie gesagt, die Produkte will ich nicht schlecht machen, es geht eher darum eben, dass die diese Produkte umlabeln. Ja, die heißt eigentlich Microwear das kommt mir ja blöd aus. L11. Wie kommt man auf L11? Gut, im Englischen ist es wahrscheinlich besser. L11? Ja, passt. Okay. Das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch die Quellen unten wie immer in der Videobeschreibung. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, es war wieder ganz lustig. Sich darüber lustig zu machen. Fallt bloß nicht darauf rein. Ihr schaut euch die Quellen an. Schaut euch die Werbung an, die ich euch gezeigt habe. Der Punkt ist, diese Scam-Werbung hat eigentlich immer exakt das gleiche Schema. Und das kann man sich eigentlich merken. Und dann bestellt so ein Quatsch bloß nicht. Da gebt ihr unglaublich viel Geld, gebt ihr dafür aus. Und man sieht ja, das befeuert die bloß, um noch mehr zu machen, um noch mehr das Internet voll zu spammen. Um vor allem noch mehr diese dämliche Werbung zu schalten. Die finde ich ja, das ist ja überall inzwischen. Meine Güte. Bis zum nächsten Video. Ciao.